wie es tut und wie man so ein starkes Erbe eben mitbekommt, das kann man sich fast nicht vorstellen. Um ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, ist in den letzten Monaten ein Erdbebensimulator durch die Schweiz getourt, und zwar im Rahmen der Wanderausstellung Basecamp 09. Auf seiner letzten Station in Bern ist Jan Billeter für uns in den Spezialcontainer gesessen. Dort musste er zuerst mal einen Klötzli-Turm bauen. Allerdings nicht einfach zum Plausch, sondern als kleines Experiment, um zu zeigen, wie es eben tut. Jan Billeters Erdbebenerfahrung beginnt mit einem kleinen Rüttler. Doch nur Augenblicke später wird der Container zum Schüttelbecher. Mit gleich mehreren Erdbeben am Stück, die es alle so einmal gegeben hat. Er steht immer noch. Aber nicht mehr lange. Unser Klötzchenturm ist natürlich eine Spielerei. Doch wie nahe kommen wir im Simulator an die Realität heran? Um das herauszufinden, bekommt Jan Billeter Unterstützung. Friederike Braune von der Erdbebenvorsorge des Bundes weiß genau, was sich bei echten Erdstößen abspielt. Ja, Frau Braune, mein Turm, der ist recht schnell zusammengefallen beim Erdbeben. Wie häufig gibt es überhaupt ein Erdbeben in der Schweiz? Also grundsätzlich gemessen werden Bodenbewegungen ständig, aber natürlich sind sie für den Menschen nicht spürbar. Deswegen bekommt man das nicht mit, aber grundsätzlich eigentlich dauernd. Eins, was man gespürt hat, kann man da simulieren. Das Erdbeben aus dem Jahr Wallis im Jahr 2005. Ich denke, wir tun uns das schnell an. Mhm. Man spürt es, aber es versetzt einem nicht irgendwie in Angst und Schrecken. Was kann passieren bei so einem Erdbeben? Das wäre jetzt ungefähr Magnitude 4,9. Das würde man deutlich spüren als Mensch, aber es würde sicherlich keine Gebäudeschäden verursachen, die jetzt wirklich tragisch wären. Aber deutlich spürbar eben. Ja. In der Schweiz kommt es etwa alle 100 Jahre zu stärkeren Erdbeben. Das letzte Mal mit einer Magnitude 6,0 erschütterte das Wallis 1946. In Sierre wurden damals 3.500 Gebäude beschädigt oder zerstört. Auf anderen Erdteilen gibt es häufiger Erdbeben, auch eben schwere Erdbeben. Wir können eins simulieren aus Kalifornien. Wir können mal schauen, was hat das gehabt. 6,7. Gut, Sie kennen die alle auswendig, nehme ich an. Magnitude 6,7. Das entspricht ziemlich genau dem Nachbeben auf Sumatra von vergangener Nacht. Das ist jetzt eben Stärke 6,7. Ja. Ich meine, da ist alles angeschraubt und wir können uns gut heben. Wie nach kommt der Simulator überhaupt an die Realität her? Also zunächst ist es natürlich mal wichtig zu sagen, dass er sich ja nur in eine Richtung bewegt. Mhm. Bei einem wirklichen Erdbebenereignis hätte man sowohl in alle Richtungen horizontal die Bewegung, als natürlich auch Bewegungen in vertikale Richtung. Und das ist natürlich vom Gefühl noch wesentlich intensiver und erschreckender. Los Angeles 1994. Auch nach 15 Jahren sind diese Bilder viele noch in Erinnerung. Der Erdstoß ließ damals ganze Autobahnbrücken einstürzen. Es gab Dutzende von Toten und Schäden in der Höhe von 20 Milliarden Dollar. Unsere Probanden im Simulator rumpeln derweil schon durchs nächste Beben. In etwa so erzitterte die Erde gestern auf Sumatra oder letztes Jahr in China. Aber es gibt einem schon in die eigenen vier Wände versetzt. Das macht einen extremen Unterschied. Weil der letzte Knall, das ist unglaublich. Und dann ist es wieder ruhig. Das war ein Erdbeben von der Stärke 7,6. Vergleichbar mit dem in China letztes Jahr. In den Nachrichten heisst es den Namen 7,6 auf der nach oben offenen Richterskala. Ja, was heisst denn, wie weit rauf könnte man das noch gehen? Wie muss man das verstehen? Also, grundsätzlich ist es einfach so, dass immer das letzte, größte Beben eigentlich das ist, was quasi die Richterskala oben limitiert. Aber da man natürlich nicht weiß, ob es irgendwann Erdbeben geben kann, die noch viel stärker sind, ist eben die Skala im Moment nach oben offen. Jetzt haben Sie da im Programm noch eins drin, das lohnt sich bei den öffentlichen Führungen und so. Lohnt das nicht laufen. Mhm. Das ist ein Erdbeben von Stärke 8,3. Ja. Aber, ja, wir sind ja schon Sicherheitstechnisch. Wir würden das mal noch ausprobieren, weil das ist schon noch mal ganz eine andere Dimension. Warten auf Magnitude 8,3. So stark wie das Samoa-Seebeben im Südpazifik vor zwei Tagen. Pro Magnitude erhöht sich die freigesetzte Energie bei einem Erdbeben um das 30-fache. In der Realität würde Ihnen das Lachen also schnell vergehen.
Doch eindrücklich ist dieses Beben auch im Simulator, in jedem Fall. Jetzt hat es uns wirklich gerade überrascht. He? Jetzt bin ich auch erschrocken. Ja. Ja, also das ist massiv, wirklich brutal, wenn man sich das probiert, überhaupt irgendwie vorzustellen. Gibt es etwas, das noch steht nach so einem Erdbeben? Also es kommt einfach darauf an, wie das Gebäude aufgebaut ist, ja, und wo es steht, natürlich auch auf welchem Untergrund. Aber grundsätzlich ist es möglich, ja, wenn Sie sich Japan anschauen, wo es sehr starke Beben gibt und unglaubliche Hochhäuser, die haben Erdbeben auch überstanden. Ja. Aber das Herz klopft schon ein bisschen schneller, wenn es das ist. He? 8,3. Also danke vielmals für die Informationen. Das war im Erdbeben-Simulator. Und hier in der Stadt Bern erwartet schon viele Schüler, die jetzt das Erlebnis einmal erfahren wollen. Um sie ein bisschen sensibilisieren, geben wir das Schulzimmer wieder frei. Ab Mitte Dezember steht der Simulator im neuen ETH-Museum Focus Terra Zürich. Vor einem